Albrecht von Bündnis 90 den Grünen, Europaabgeordneter, und da kriegt das Mikro jetzt. Ja, vielen Dank. Also ich wurde gebeten, am Ende auch nochmal was zu sagen. Ich denke, wir haben jetzt einiges gehört. Anne hat auch sehr gut nochmal die Kernforderungen rausgestellt, die wir haben. Wir wollen nicht ACTA, wir wollen eine andere Art des Zusammenlebens im Internet mit allen gemeinsam Kreativität und Solidarität auch fördern. Dieser Protest, den wir hier zeigen gegen ACTA, der ist nicht gerichtet gegen die Urheber, gegen die Künstler, gegen die Journalisten. Nein, er ist nicht gegen diese Leute gerichtet. Er ist gerichtet gegen ein Abkommen, das das falsche Recht im Internet durchsetzen will und das die falschen Mechanismen, die falschen Maßnahmen ergreift. Die sind einfach unausgewogen und deswegen sind wir gegen ACTA. Ich finde es deswegen richtig, was Anne gesagt hat, dass wir uns hinsetzen wollen mit den Politikern, ich bin einer davon, aber mit anderen vor allen Dingen, die diese Gesetze entwerfen, mit der EU-Kommission zum Beispiel, die schon Vorschläge auf dem Tisch liegen hat für die Urheberrechtsdurchsetzung im Internet. Wir wollen neue Wege, neue alternative Wege, wie die Künstlerinnen und Künstler besser vergütet werden und die Verbraucherinnen und Verbraucher, wir Bürger im Internet, ein freies Internet haben und das konsumieren können, was wir konsumieren wollen und nicht, dass die Verwerter immer mehr Geld auf Kosten unserer Rechte verdienen. Das ist falsch. Und deswegen ist es mir auch wichtig, euch nochmal zu sagen, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Wir haben hier eine Demonstration, wie ich gehört habe, mit 5000 Leuten. Das ist super. Wir haben in vielen Städten in Deutschland auch Demonstrationen mit insgesamt um die 50.000 Teilnehmern. Und liebe Leute, wir haben in ganz Europa, in fast allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Demonstrationen heute mit vielen tausenden Leuten auf der Straße. Das ist toll. Und ich würde euch gerne wirklich sagen, ich glaube, das ist der Beginn einer europäischen Bürgerrechtsbewegung fürs Internet. Und einer Bewegung, die für Gerechtigkeit und Solidarität in Europa kämpft. Und deswegen würde ich euch auch bitten, daran weiterzuarbeiten, weiter dafür zu kämpfen, euch zu vernetzen mit anderen Menschen in Europa und dieses Thema hochzuhalten und weiter einzufordern, dass es nicht in Richtung Repression, sondern in Richtung von Freiheit im Internet geht. Meine Kollegen und ich im Europäischen Parlament werden vor dem Sommer oder nach dem Sommer, wann genau, das wird sich jetzt entscheiden, darüber abstimmen müssen, ob ACTA kommt oder nicht. Wir werden nur die Möglichkeit haben, ja oder nein zu stimmen. Das heißt also, ihr müsst dafür kämpfen, dass diese Abgeordneten mit Nein stimmen, wenn ihr gegen ACTA seid. Und ich bitte euch, das wirklich zu tun, das die nächsten Monate zu tun, aber bitte dazu zu sagen, immer wieder, wir sind gegen ACTA, aber wir sind nicht gegen die Verwertung, gegen die Vergütung von Interessen von Künstlerinnen und Künstlern, von denen, die kreativ sind, von denen, die schaffen. Aber wir brauchen neue Vergütungsmodelle, wir brauchen neue Wege und die bitte auch einzufordern. Vielen Dank. Ja.